Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir haben ja jetzt hier beim letzten Mal angefangen, den Aufgang ein bisschen zu reparieren. Ich habe das Ding jetzt hier etwas neu gebaut, denn ich glaube auch zu wissen, wo das Problem lag am Blutmond. Aber guck mal, ich habe das hier ein bisschen massiver jetzt aufgebaut. Wir sind jetzt hier von der Seite rein, beziehungsweise entsprechend von hinten. Ich habe die Stufen ein bisschen breiter gemacht. Ja, das muss ich alles noch aufwerten. Mir ist mein Holz leider ausgegangen. Ich glaube, nämlich das Problem war, hier, dort war der Bewegungssensor für die Dartfalle. Sollten die Zombies diesen Bewegungssensor als massiven ganzen Block erkennen, wie da, wäre hier nicht genug Platz gewesen in dem Sinne und deswegen haben sie ein bisschen rumgeärgert. Ich habe es mal probiert mit einer Wanderhorde, die hier nachts gekommen ist und die ist dann tatsächlich den Weg so gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte. Ich hoffe wirklich, dass das das Problem war. Wenn nicht, muss ich gucken, wo ich hier noch umbauen kann. Muss. Im schlimmsten Fall muss vielleicht leider diese Klingfalle weg, aber ich mag sie leider echt gerne, deswegen würde ich sie ungern wegpacken. Aber letzten Endes habe ich dann da kein Mitspracherecht. Das wird so gemacht, dass die Zombies den Weg laufen. Mit oder ohne Klingfalle, das ist dann egal. Jetzt wollte ich aber einmal schauen, ob wir die erste Stufe 4 Quest bei unserem werten Händler annehmen können. Bitte auf. Was hast du denn Schönes für mich? Na, na, na? Was Schönes? Ja, drei Stück, die nicht so weit weg sind. Ah, hier Schönes. Die Wasserwerke. Gehen wir doch mal. Ich werde die Quest jetzt heute tatsächlich noch nicht machen. Denn ich dachte mir, dass ich vielleicht mal anfange, Sachen zu sammeln für Feldwirtschaft. Und da fange ich doch schon mal an, nämlich hier dieses vom Land leben. Ernte zwei Gegenstände von wilden oder angepflanzten Feldfrüchten. Ich würde jetzt nämlich eine kleine Tour machen, vielleicht auch schon Richtung die Quest. Und mal schauen, ob wir unterwegs ein paar Autos finden, um Benzin ranzuschaffen. Das heißt, ich werde entsprechend der Straße folgen. Und wenn wir irgendwelche Gebäude finden, die ein kleines Maisfeld oder Kartoffelfeld sowas in der mit bei sich dran haben, dass ich die schon mal anfange zu ernten, dann kann ich da nämlich schon demnächst Samen draus machen, um mit den Feldarbeiten anzufangen. Das ist ein etwas langwieriger Prozess, bis das soweit fertig ist, aber wenn die Felder erstmal laufen und ein paar Mal geerntet wurden, habe ich keine Lebensmittelprobleme mehr. Und das wäre ein Träumchen. Dauert aber alles noch. Ich muss die ganzen Früchte ja erstmal sammeln. Dann muss ich sie zu Samen weiterverarbeiten. Anschließend muss ich auch natürlich noch Felder bauen, die auch relativ teuer sind. Deswegen habe ich auch so viel Gammelfleisch schon mal mitgenommen. Da das eine von den Hauptzutaten ist. Ja, hast du Benzin für mich? Ah, ist Benzin für mich. Sehr schön. Ist da eigentlich ein Tresor drauf? Nö. Aber das ist noch ein Auto. Oh, das ist aber noch lootbar. Na? Boah, gut. Könnte schlimmer sein. Also wichtig ist für heute landwirtschaftlich wichtige Pflanzen finden und Benzin sammeln. Das sind schon mal die wichtigen Dinge. So, haben wir denn hier irgendwie Gebäude, die so aussehen, als hätten sie irgendwelche Felder vorne vor? Beziehungsweise, ich jetzt hier auf der Straße bleibe. Oh. Ja, ich muss dann vorne links der großen Straße weiter folgen. Hey, da ist noch ein Auto. Perfekt. Dann gib mir doch mal ein paar Teile von dir. So. Schon wieder ein paar hundert Benzin. Da. Okay, ein paar Autos haben wir hier echt genug. Und ich dachte, wir hatten schon fast die ganze Nachbarschaft hier weggelootet, als wir damals Motoren gesucht haben. Mittlerweile haben wir auch gar keine Motorsäure mehr. Das ist
Wir haben Fahrzeug und unser Generator ist, glaube ich, sogar voll mit Motoren. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sogar noch was auf Lager. Ich müsste aber langsam mal drüber nachdenken, vielleicht doch auf ein anderes Fahrzeug zu wechseln. Denn ich merke jetzt leider doch schon sehr oft, dass das Motorrad, es hat zwar ordentlich Platz, aber es hat nicht genug Platz für den ganzen Scheiß, den ich immer mitnehmen will. Und da würde sich doch so ein Auto anbieten, denn das hat einen größeren Kofferraum und entsprechend kann ich da noch mehr Sachen mit mir rumschleppen. Dann müsste ich nicht immer so viel drüber nachdenken, was ich mitnehme und was nicht, weil dann einfach gefühlt alles passt, hoffe ich. Wenn nicht, muss halt wieder aussortiert werden, aber das ist dann eine Sorge für später. Oh, warte, Briefkasten. Hast du schöne Post für mich? Nö. Schade. Schade, schade, schade. Irgendwer fällt. Hast du Felder in deinem Garten? Sieht nicht danach aus. Aber hier sind noch zwei Autos. Ja, ja. Schlag es. Bevor es wegrennt. Zack. Zack. Ein Zombie. Den geben wir uns doch gleich mit. Zack. Kaputt. Ah. Ist das hier unser erster Block, den wir setzen mussten für die Quest? Nett. Nostalgie. Oh, schön. Leider noch keine Felder gefunden. Aber hier auch Gammelfleisch, das können wir wieder gut mitnehmen. Oh. Gibt sogar Nitrat gleich mit dazu. Perfekt. Oh, Benzin ist schon wieder fast leer. Aber wir haben ja schon genug gefunden. Jo, dann will ich doch gleich links. Beziehungsweise erstmal wird der hier mitgenommen. Und Klopfer nehmen wir auch gleich mit. So, zack. Haben wieder was zu essen. Perfekt. Oh, ich sehe hier gerade leider weder Zombies, noch Felder, noch Autos. Warte mal. Einkaufswagen. Hast du Essen? Nö. Aber das Gammelfleisch. Das ist ja auch immer eine gute Idee. Zack, zack. Ja, da war noch was. Komm mit. So. Ah, da ist noch ein Zombie. Zack. Bist du tot? Jo. Sehr schön. Noch mehr Gammelfleisch. Hat er. Links ein kleines Häuschen. Sehe ich aber gerade keine Felder dran. Obwohl, ich glaube, ein paar Maissamen haben wir sogar schon. Ein Kartoffelfeld wäre richtig optimal. Ah, bin sogar vorbeigefahren. Komm. Oh, zwei. Ah, ist okay. So macht man es natürlich nicht richtig. So, mitnehmen. Und zum Motorrad zurück. Ach, da ist noch ein Hase.
Muss ja Angst haben, dass hier gleich irgendein Bär um die Ecke kommt. Weil gegen den Bären bin ich, glaube ich, immer noch nicht gut ausgestattet. Da wäre mal eine anständige Schrotflinte eine gute Idee. Also eine mit mehr als zwei Kugeln im Magazin. Viel mehr Ansprüche habe ich ja gerade noch gar nicht. Oh, ich habe ein Motorrad geschlagen. Naja, ist okay. Und noch mehr. Hey, komm, weiter geht's. Tam tam. Da ist auch noch ein Auto. Schön. Können wir noch ein bisschen mehr Benzin. So. War schon irritiert. Wie viel Benzin haben wir denn jetzt schon wieder geholt? Oh, 3000, da kann ich den Tank ja schon wieder richtig voll machen mit. Perfekt. War ein bisschen querfeldein. Scheint ja nicht mehr so weite, eine so weite Strecke zu sein. Oi. Ein Touri-Zombie. Zack. Knüppel. Noch einer? Ach, da. Boom. Hä? So. Da haben wir schon mal die Wasserwerke. Die gönnen wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Werden wir genüsslich looten und säubern. Zack. Wo hat denn hier wirklich keiner irgendwelche Felder? Das ist ja schon enttäuschend. So ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb oder so. Na gut, was beschwere ich mich eigentlich? Wir kommen zumindest an genug Benzin ran bis jetzt. Aber der Plan war ein anderer. Oh, noch ein Motor. Perfekt. Ah, komm. Ach, danach kommt noch ein. Ah, noch ein Motor. Hey, zwei Motoren aus einem Auto. Oh. Entschuldigung. Ist ja insgesamt nicht so schön. Ich habe noch ein paar Autos. Joa. Ja, aus den Autos gibt es ja so viele verschiedene Teile. Wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt gleich alles voll Autoteile habe in meinem Inventar und dem Motorrad, dass ich dann nichts anderes mehr mitnehmen kann aus den Wasserwerken. Das wäre ungünstig. Dachte, Autos gibt es hier genug. Das ist das einzig Positive gerade. Ha. Gut, ich werde jetzt noch nicht. Ja, komm, ich werde jetzt hier nicht mal alle Autos auseinandernehmen. Ich gucke jetzt einfach nochmal hier beim Händler kurz vorbei, ob er noch was Spannendes hat. Und hoffe auf dem Weg dahin natürlich was zu finden zum Anbauen. Ja, ganz viele Autos, toll. Nix und wieder nix. Schade.
Schade, schade. Hast du was, was ich haben will? Schrotflintenmunition, okay. Dietriche. Okay. Oh. Bücher. Sehr schön. Hier, komm, gib mir noch ein paar geschmiedete Eisen. Hier vorne auch noch geschmiedetes Eisen? Zufällig? Nee, nur Stahl. Das ist egal. Oh, hat jetzt noch nichts Spannendes da gehabt. Nee. Das lohnt nicht so. Aber wir können mal Bücher lesen. Wenn du mindestens 5000 Dukes bei dir hast, kannst du aus Höhen von bis zu 15 Meter fallen, ohne Schaden zu erleiden. Okay. Die 44er Magnum ist die stärkste Handfeuerwaffe der Welt. Verursache 10% mehr Schaden. Und? Du hast dich an extreme Temperaturen gewöhnt und bist um 10% widerstandsfähiger gegenüber Hitzung geworden. Jupp. Auch gut. Jetzt hätte ich gerne noch einen, wirklich noch einen kleinen Bauernhof. Och, was ist das denn hier? Ist das ein Lebensmittelgeschäft? Okay. Ist nicht mehr so viel da. Ja. Ah. Ja, ja. Ihr wollt euer Haus verteidigen. Ich habe vollstes Verständnis. Da geht's raus. Ah, Loot. Oh. Oh. Ihr. Frisst Schaufel, oder auch nicht? Huh. Okay. Essen. Naja, trinken. Gut. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ist egal. Nehmen wir hier nochmal das Auto mit für ein bisschen Benzin. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich das Wasserwerke... Ey! Boah, auch ins Loch gefahren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei den Wasserwerken. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!